Bonjour, nous sommes avec Costa Ich spreche heute mit Costa Gavras, der dieses Jahr Ehrengast der Reihe Cannes Classics ist. Dort läuft eine restaurierte Kopie seines Filmes Z. Guten Tag. Z ist einer der wichtigsten Filme Ihrer Karriere. Gerade in den USA hatte er großen Einfluss auf die dortigen Filmemacher. Wenn man mit William Friedkin spricht oder mit Spielberg, sagen die, dieser Film hat ihre Art, Filme zu machen, Regie zu führen, stark beeinflusst. Welche Einflüsse wirken denn auf Sie, als Sie Z drehten? Welche Filme hatten Sie gesehen? Welche Referenzen hatten Sie, als Sie an dieses Thema herangingen? Als Sie also politische Themen auf diese Weise in einen Film umsetzten? Meine Referenzen waren Kriminalfilme, besonders vielleicht unter falschem Verdacht. Denn es war ja eigentlich ein Krimi. Ich musste einen Rhythmus, einen Stil finden, der dem Inhalt entsprach. Und dieser Inhalt war ein klassischer Suspense. Wer ist der Mörder? Also die uralte Frage des Krimis. Dieser Stil drängte sich auf. Wissen Sie, ich mache Filme, wie ich Filme sehe. Ich finde, der Regisseur ist der erste Zuschauer des Films. Und diese Story wollte ich sehen. Ich musste ständig Brüche einführen. Es gibt ja sehr viele Figuren in dem Film. Man muss immer wieder Brüche machen, um die alle auf der Leinwand zeigen zu können. Vor allem das hat die Amerikaner beeindruckt. Normalerweise werden ja immer Rückblenden gemacht, und zwar so, dass der Zuschauer es mitbekommt, es versteht. Hier haben wir das mit Jorge Semprún schon beim Drehbuch angelegt. Das ist ja nicht erst beim Schnitt entstanden, damit alles sehr schnell verstehbar wird. Bis heute beeindruckt beim Sehen oder Wiedersehen von Z die Geschwindigkeit, die Energie, dieser fast frenetische Drive. Schön, dass das schon im Drehbuch von Semprún angelegt war. Aber zu dieser Energie beim Dreh und beim Schnitt hat sicher auch das unglaubliche Talent von zwei Menschen in ihrem Team beigetragen. Der Kameramann Raoul Coutard und die Cutterin Françoise Bonneau. Absolut. Coutard und ich haben uns von Anfang an gesagt, wir haben nicht viel Geld, also müssen wir das wie einen Dokumentarfilm drehen. Eine Reportage. Genau. Also ein Deckenlicht, damit man die Schauspieler sieht, aber sonst keine besonderen Beleuchtungseffekte. Raoul hat das gleich verstanden und so lief es dann auch. Er war ja auch an der Kamera. Wir verstanden uns sehr gut. Françoise war eine erfahrene Cutterin schon. Ihre Mutter hatte ja Filme geschnitten. Ich bin auch selber gern beim Schnitt dabei. Das ist nötig, denn da entsteht ja die Écriture, also der besondere Stil eines Films. Da muss man dabei sein. Nicht wie manche Kollegen der alten Garde, die dort nur einmal pro Woche vorbeischauten, Kleinigkeiten änderten und ansonsten den Cutter allein ließen. Regisseure meiner Generation sehen das anders. Sie sind jeden Tag beim Schnitt präsent. Die Bilder dieses Films aus der Kamera von Coutard liefern ein sehr helles, weißes Licht, das Weiß Algiers. Das gibt dem Film diesen Mittelmeer-Touch. Sie sagten damals, das sei ein Film über das Mittelmeer, nicht nur über Griechenland und den Putsch der Obristen. Beim Betrachten des Films spürt man wirklich die Hitze, auch die Vitalität. Gerade auch in der Gewalt, die man sieht, bei den finsteren Gestalten, die sie da zeigen. Dieses Klima der Gewalt scheint mir wirklich direkt mit dem Mittelmeer, mit dem Süden verbunden zu sein, eben nicht nur mit Griechenland. Absolut, Sie haben es ja schon gesagt, mir war wichtig, dass es ein Film über das Mittelmeer ist. Da ist dieses alles erdrückende Licht und die Landschaften sind nicht so heiter wie bei uns im Norden. Hier passiert ständig etwas, es ist dreckig, die Figuren sind heftig, bisweilen unverständlich. Und all das haben wir in Algier gefunden. Ich suchte lange nach einer Stadt am Mittelmeer. Die Italiener hatten abgelehnt, Südfrankreich passte überhaupt nicht, da ist alles zu edel, zu reich. Wir brauchten eine dreckige Stadt gewissermaßen. Es gab für mich Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre zwei Filme, die den Umgang mit Politik im Film revolutioniert haben. Und beide haben einen Bezug zu Algerien.
also ihrer, und die Schlacht von Algier von Pontecorvo. Beides algerische Koproduktionen und beide mittendrin in der damaligen Diskussion über Politik und Film. Das war damals brennend aktuell. Überraschend ist ja auch, Algerien war damals gerade seit sechs Jahren unabhängig und Pontecorvo und ich haben dort gedreht. Es gab vor Ort eine Filmwirtschaft, Profis. Da waren Leute, die damals so etwas wie den algerischen Film aufbauten. Das hat uns sehr geholfen. Viele haben gesagt, oh, Kuta ist ein Rechter, wie wird das mit dem in Algerien gehen? Er war wunderbar. Er wurde zum Lehrer für viele Filmleute dort. Er erklärte ihnen sehr aufmerksam, was sie zu tun hatten. Im Film sieht man ihn ja als englischen Chirurgen. Wenn wir über den Dreh in Algerien und die Produktion reden, müssen wir auch jemanden ansprechen, den ich letztes Jahr hier zu seinem Film Die Tatarenwüste interviewt habe, Jacques Perrin. Der war Produzent ihres Filmes. Er ist es völlig überraschend geworden. Ich suchte überall Geld und Drehorte für diesen Film. Ich habe Jacques angerufen und gesagt, das wird nichts, wir haben keinen Drehort, wir haben nichts, wir haben kein Geld. Können wir das nicht in Algerien machen, fragte er. Er hatte dort im Süden schon einen Dokumentarfilm gedreht. Und ich sagte, schauen wir mal, fahren wir hin. Jacques kannte Benny Haya, das war, glaube ich, der Bildungsminister. Der las das Drehbuch und sagte, Geld können wir Ihnen keins geben, aber wir können Ihnen sonst alles möglich machen hier. Und so wurde Jacques von heute auf morgen der Produzent. Denn der Minister sagte, wenn Sie den Film machen, Jacques, und er war toll. Er musste im Film spielen, dann ließ er alles stehen und organisierte Sachen, kümmerte sich darum, den Film zu verkaufen. Wie konnten Sie denn all die tollen Schauspieler überzeugen? Die Besetzung ist eindrucksvoll. Franzosen, Italiener, zum Teil in kleinen Rollen. Aber alle unvergesslich. François Perrier, Georges Géret, Marcel Beaudufy, natürlich Yves Montand und wie sie alle heißen. Bekam das eine Eigendynamik und alle wollten plötzlich dabei sein? Genau so war es. Ich kannte ja die Schauspieler. In meiner Generation kümmerten sich die Assistenten um die Besetzung. Heute machen das Fachleute. Als dann bekannt wurde, dass ich den Film mit Perrin und Trintignant machen würde, der sehr früh zugesagt hat. Und mit Montand waren plötzlich alle interessiert. Als sie das Drehbuch gesehen hatten, waren sie sofort dabei. Irgendwann hat Jacques ihnen dann gesagt, bezahlen können wir nicht, wir haben kein Geld. Und sie waren trotzdem dabei. Das war sehr berührend. Diese Schauspieler haben den Film unendlich bereichert. Dux, Frisson, Géret, die sind wirklich unglaublich. Ja, die Schauspieler tragen enorm zum Film bei. Sie verstärken die beinahe fantastische Dimension. Einige sind ja wirklich ungeheuer. Und sie schrecken auch vor dem Grotesken nicht zurück. Der Film will nicht realistisch sein, nur Fakten liefern. Es gibt diese satirisch-groteske Seite, die sie durchaus betonen. Ja, die Situation war grotesk, auch die Militärs. Ich fand immer, die putschenden Militärs seien grotesk. Sie behaupteten, Griechenland vor dem Kommunismus zu retten. Dabei war der bereits im Sterben damals. Ihr Verhalten war absolut inakzeptabel. Also musste man sie grotesk zeigen, ihr Verhalten gegenüber Richtern, gegenüber Journalisten. Und da haben Leute wie Guillaumin und Dux dem Film wirklich etwas gegeben. Dux ist ein riesengroßer Schauspieler. Der Film kritisiert ja offen die Diktatur, also den Willen, Freiheit und Menschenrechte in Griechenland einzuschränken. Aber gleichzeitig kritisiert er die menschliche Dummheit ganz allgemein. Die Obristen, sagen sie, waren wirklich Idioten, sie waren dumm. Und das spürt man im Film. Ja, kaum hatten sie die Macht übernommen, haben sie ziemlich dummes Zeug gemacht. Ich selber konnte ja damals nicht ins Land reisen, aber man erzählte mir absurde Geschichten. Und ich kannte die Obristen noch aus meiner Jugend. Eine militärische Kaste ohne jede Kultur. Die kamen aus den Bergen vom Peloponnes und die wurden dann in eine Form gesteckt. Alle gleich. Den Riesenerfolg des Films in den USA haben wir angesprochen. Zwei Oscars, darunter den für den besten ausländischen Film.
Dabei kritisiert er ja sehr offen den amerikanischen Imperialismus. Gab es dazu keine Reaktionen? Ach, wissen Sie, es wird zu oft von den Amerikanern geredet. Ja, es gibt solche und solche. Natürlich hieß es, das war nicht so, das ist falsch und so. In Hollywood sind eher Demokraten. Also viele Leute haben sich den Film angesehen, andere natürlich nicht. Es gab negative Reaktionen, so ist das eben. Ich habe danach andere Filme in den USA gemacht, die die Amerikaner direkt anklagten. Aber das wurde von Amerikanern produziert. Auch da waren Amerikaner dagegen. Missing zum Beispiel. Eine letzte Frage, und die kommt von unseren Web-Usern. Nicht zu Z, sondern zu einem ihrer jüngeren Filme, Eden is West. Die Frage: Eden is West spricht von Migranten in der Form eines Märchens. Ist das für Sie noch ein aktuelles Thema und würden Sie es heute wieder so angehen? Ich würde es heute sicher heftiger machen. Heute haben wir die Toten. Im Film sieht man Ertrunkene auf einem Strand, so wie wir das heute immer wieder erleben. Aber die große Tragödie von heute, die gab es damals noch nicht. Heute hätte der Film andere Szenen. Und ich möchte jetzt noch wissen, ob es hier in Cannes dieses Jahr einen Film gibt, der Ihnen besonders gefallen hat oder einen, den Sie noch unbedingt sehen wollen. Einen Film, den ich noch sehen will, eigentlich nicht. Aber ich habe gestern Mon Roi von Mai Wen gesehen und die Qualität der Schauspieler und der Regie haben mich schon erstaunt. Ein guter Film. Auch den ersten Film von Emmanuel Bercot habe ich gesehen, sehr beeindruckend. Sie spielt ja auch in Mon Roi, eine tolle Schauspielerin, aber auch eine hervorragende Regisseurin. Ich habe auch den Film von Yorgos Lanthimos gesehen, sehr schön. Als Grieche müssen Sie das. Natürlich interessiert mich das besonders, weil er Grieche ist, aber ich finde, er schafft ein eigenes Universum. Und wenn man sich darauf einlässt, also nicht sagt, ach, der ist nicht gebaut wie andere Filme, dann ist man bis zum Schluss gebannt. Und so war es für mich. Très bien. Merci beaucoup, Costa Gavras. Merci à vous.